Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Oh, wer kommt denn da geflogen? Sehr schön, wir sind wieder beide am Start. Ja, bis ich nach oben gekommen bin, etwa ja, ein Akt. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich mit der Hauptkampagne weitergehe, gehen wir erstmal ein bisschen durch die Koop-Missionen durch. Die Hauptkampagne, ich werde das so zwischendurch so ab und zu mal bringen, so eine Koop-Mission-Ding-Gedöns. Ja, macht echt Laune. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Start, gehen wir auf gemeinsam spielen. Jetzt Koop spielen. Den Dieb fangen, ram. Nee, lass mich. Abbrechen! Wie breche ich das ab? Ah, jetzt. Zum Abbrechen. So, jetzt. Ah. Gemeinsam spielen. Nein, ich will dich nicht aus meinem Spiel rauswerfen. Na, dann lass mich doch, geh doch. Dann gehen wir wieder hier unten hin, oder ist das gleiche Mission wieder? Tempelsteuer. Nee, wieder die gleiche Mission, ist ja blöd. Nö. Hier, ich glaube, hier in der Umgebung war eine Koop-Mission. Die habe ich sogar auf meiner Karte. Nee. Ja, das war die wir gerade hatten, Tempelsteuerung. Ja. Gehen wir mal zu der hier. Die bei meinem Haus da ist. Komm mit. Da weiß ich auf jeden Fall, dass eine ist. Und mal gucken. Also kannst du die nicht so auswählen im Menü? Doch, ich weiß nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob die das jetzt öffentlich gesucht hat oder nur bei unserer Gruppe gesucht hat. Ich mach das jetzt erstmal nicht. Wir gucken gleich nochmal. Achso. Wir machen jetzt erstmal die, wo wir wissen, wo welcher steht. Hallo, ihr Herren. Ihr seid jetzt tot. Genau, und Frieden im Tunniskerl. So, hier müsste irgendwo einer sein. Oh, Luftatmen. Lol, von der Kiste runter. Ja, jetzt versuche ich das nochmal mit Dietrich. Weil das Ding ist richtig krass. Das Ding ist richtig krass. Wenn du es nicht schaffst, dann lass mich mal versuchen. Ja, genau. Ja. Ne. Das war nix. Ich lasse das lieber. Ich habe meine Dietrich ja schon mal wieder aufgefüllt. So. Die schaffst du nicht. Die schaffst du nicht. Da musst du dreimal treffen. Dreimal? Dreimal? Mit fünf Dietrichen? Ja. Krank! Es geht aber nur einer kaputt. Ich sehe noch nicht mal den Strahl. Ja, dann mach mal. LOL! Erfordert eine höhere Stufe der. Alter, das geht nicht, ne. Ich glaube, das kann man erst machen, wenn man höher ist, aber da ist bestimmt irgendwas Wertvolles drin. Bestimmt. Alles klar, wir gehen jetzt erstmal hier auf die andere Seite. Da ist nämlich schon wieder ein Dieb. Ein Gauner töten. Stirb! Schön. Oh, Blinder. 7 von 15 Massenereignissen beendet. Lass mich hier durch. So, hier irgendwo war eine. Warte. Ist eine Truhe. Hier nicht. Schönes Gasthaus. Neben? Nein, daneben auch nicht. Andere Seite. Hier irgendwo war nämlich eine. Das weiß ich ganz genau. Hier okay. War eine. So, Verbrecher am Arsch. Da, zack. Gibt das eigentlich Dings? Erfahrungspunkte? Ja. Und hast du dieses Massenereignis auch? Habe ich auch 8 von 10 jetzt. Ja, ich habe 8 von 15. Ich bin schon bei der dritten Stufe. Und dann kriegst du, wenn du das voll hast, kriegst du immer einen guten Batzen Geld. Hier ist die nämlich, oder? Okay. Ja, also wir sind im Kreis gelaufen. Das kann gut sein. Hier irgendwo war die auf jeden Fall, das weiß ich. Wo ist die hin? Komm her. Halt die Fresse. So, 9 von 15 Massenereignisse. Hat noch gar nicht begonnen. Abgeschlossen. Da hinten. Nein, das ist eine rote Truhe. Komm her, ich konnte dich aus. Okay, dann. Ich mach das einfach. ja. Dann such doch einfach per Karte einfach. Aber da ist das nicht eingezeichnet. Weil die immer so irgendwo rumstehen. Das ist ja doof. Da stehen die, okay. Vielleicht hier irgendwo? Oh, hier auf jeden Fall nicht drin.
Achso. Wollte auch gerade reingehen. Nein. Du sollst runterspringen, Junge. Hör auf zu klettern. Da hinten sind schon wieder Gegner. Hier ist schon wieder so ein Massenereignis. Können wir eigentlich mal machen, komm. Den Gegner töten. Da. Stirb. Credo-Punkte. Boah, ich habe schon 8000 von diesen Credo-Punkten. Nein. Ja. So, 10 von 10 Massenereignissen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Ich hab 10 von 15. Da kriegst du immer genug Geld. Ein maßgeschneidertes Lauerumhang habe ich bekommen. Oder das. Wo kriegt man den? Wo kann man den einstellen? Oh, da, Verbrecher. Oh. Du darfst das Verbrechen nicht begehen. Alter, was hier los ist in dieser Stadt, ne? So unfassbar. So, ich suche jetzt mal so. Gemeinsam spielen, Koop spielen. Ja, dann warten wir einfach mal. Alle Koop-Missionen? Nein, nicht alle Koop-Missionen. Kann man das nicht irgendwie einstellen? Bruderschaft. Öffnen. Mein Club. Ein Schaf. Gemeinsam spielen hier. Koop spielen. Jetzt müssen wir warten, glaube ich. Warten wir. Aber ich hab. Was ist der jetzt für eine komische Mütze auf? Wo war aber der? Ich hab doch meinen Partner hier schon drin. Dumm. Vielleicht sucht er ja jetzt ein Spiel. Missionen. Hier oben ist eine Koop-Mission. Es werden Köpfe rollen. Maximal 2 Spieler. Das hört sich schon mal nett an. Die Missionsbeschreibung. Welche Schwierigkeit? Auch wieder 2. Achso, ja gut, das geht ja von Anfang. Ja, ich bin ja auch schon Stufe 2. Guck mal oben. Du bist erst noch Stufe 1. Buh. Ja. Oh, meine Fresse, dass sie das nicht einfach sein lassen können. Zack, weg. Der Arme. Meint. Oh, was hat die denn da? Was macht der denn? Was hat die da auf dem Rücken? Hier, die Frau. Zum Rücken? Hat die da bei dir auch was auf dem Rücken? Die sieht bei mir so aus, als ob die gleich verrecken würde. Irgendwas bei mir auf dem Rücken. Die hält ihren Hals zu. Ist so, wirklich. Lol, der schmiedet gerade. Geil. Wer bist du? Ach, das sind unsere Helfer. Genau. Die helfen also uns, weil wir mit Gegnern da hingehen. Ja, wir müssen hier in die Richtung. Aber du suchst doch jetzt gar nicht, oder? Doch, ich habe aber eine gefunden auf der Karte. Da tötet ihr mal, hol ihr mal. Du machst das schon. Lol, ich hab doch B gedrückt. Ich hol mal hier dieses Fundstück. Musst du das auch nochmal suchen? Ich glaube, du musst das auch nochmal einsammeln. Da oben auf dem Balkon. Was ist denn das? Ja. Du musst auch nochmal einsammeln. Ja, hallo, sprich mich nicht auf Französisch an, ich bin Deutsch. Wird mir aber auf der Karte nicht angezeigt, oder? Ich hab's noch nicht, weil der mein. Oh, komm, wir gucken noch. Dieses Fundstück wurde bereits freigeschaltet. Na, dann habe ich das für dich freigeschaltet. Lass uns mal hier in das Häuschen gehen. Nee, ich will da hinten hin, weil da hinten ist die Koop-Mission. Runter mit dir. Sonst kriegen wir gar nichts mehr hier gebacken in der. Runter! Folge. Was machst du denn da oben? Oh, schönes Häuschen. Okay. Voll gegen Baum gesprungen. Aber wie, ey? Smile. So, sind wir hier? Oh, ist ein neuer Stadtteil, den. Ja. Mach ich gar nicht. Ich auch nicht. Sie haben zusätzlich ein Einkommen vom Café Theater erhalten. 60 Florin. Ja. So, ich habe gerade erstmal wieder einen Verbrecher getötet. Jetzt habe ich 13 von 15. Fehlen mir noch 2. Was? Oh, Alter. Was? Nein, Dieb! So. Lol, wie du springen kannst. 14 von 15. Den haben wir. Vor allem den rammst du und dann ist vorbei. Ich hab 4 von 15. Was? Ich hab 14 von 15. Guck mal, da stehen welche. Kopfzahn. Willst du? Ja. Komm, mach mal. Sehr schön, komm mit. Scheiß auf die 2. Hier hinten ist die Koop-Mission. Hä? Ist da wieder Gegner? Nein. Das sind nur so welche. Geh weg. Das ist eine goldene Truhe. Komm, die auch. Ich glaube, das geht nicht. Da musst du, glaube ich, dieses Companion-Ding machen, ja. Hm. Hä, warum kannst du die öffnen?
Hast du die gerade geöffnet? Ja, 1500 Florin. Hast du dieses Konto schon eingerichtet? Ja, bei Uplay. Echt? Ja, einfach auf der Internetseite. Ach, ich kann's einfach, die ganze einfach mit den Dingern einloggen und dann hast du. Hab ich noch nicht gemacht. Also ich kann die noch nicht öffnen. Mach ich später noch. So, hier ist nämlich eine Koop-Mission bei dem Herrn hier. Privat spielen. Jawohl. Gib mal. Mal ran. Es werden Köpfe rollen. Ja, ich sag ja, die Beschreibung ist schon mal sehr nett. Spielen wir jetzt wieder Fußball, cool. Los. Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger. Es gab einen Ach, das ist die Mission, die ich meinte. Die habe ich schon mal gespielt. Okay. Aber mit dem Lord Chaos zusammen. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre. Es gibt Feinde in unserer Mitte. Didier Paton, ein Patriot, der zum Superspion wurde. Haben wir nur einen Tyrannen durch den anderen ersetzt? Ja, das war... Paton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Farbe des Verstehens uns leiten. Den Templerorden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Paton. Vielleicht zu geschickt. Verhaftet den Verräter! Abo. Das könnt ihr nicht tun! Nein! Seht, welches Schicksal all jenen Blüte ihre Mitbürger verraten! Paton kennt wertvolle Templergeheimnisse. Und Tod nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Ah, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass wir schon wieder die gleiche Mission machen. Mhm. Aber gut. Ich muss mit dir kommunizieren und A drücken. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Ja. Musst du? Vielleicht solltet ihr nach Schlüssel des Direktors stehlen. Also wahrscheinlich in der Burg. Ich würde sagen, wir klettern dann da oben rum, ne? Würde ich nicht unbedingt machen, weil oben auf dem Dach ist alles voll. Ich gehe nämlich jetzt außen rum. Komm mit. An der Wand entlang. Hallo. Hallo. Bin nur eins höher. Oder eins tiefer und dann rüber. So, auf jeden Fall hier an der Wand lang. Geht nicht mehr. Wir müssen hier dann klettern, genau. Nicht zu weit oben, sonst sehen die dich. Aber so viel zum Thema, nicht zu weit oben. Der Ründer war da oben. Auto. Geduckt, geduckt, geduckt. Das ist alles... Lol, boah, was? Was sind denn da für Oschis? Ja. Ich bin gar nicht hier. Nein, nein, nein! Oh. Ja, werde ich erstmal angelacht von der Ziege. Hier oben, das Fenster. Das ist nämlich ein Fenster. Hier kannst du rein. Wenn der mal will. Hallo. Hallo. Ich bin ja ein Stockwerk drüber. Ja, ich wollte hier rein. Oh, oh, hier sind direkt Gegner. Sneak hier. Bist du oben bei mir? Nein, ich bin eins unter dir, aber ich habe die gerade zwei getötet. Okay, alles klar. Ich habe ja auch nicht. Wo bin ich? Ist sogar eine Truhe. Ich raub die mal aus für dich. Ich bin über dir. Unter dir. Ich komme jetzt hoch zu dir. So, hier bin ich. Typen mal eben plündern. Dude. Und jetzt sind hier direkt Gegner. Direkt, wenn du hier links lang gehst. Und direkt um die Ecke steht noch einer. Ja, ist es. Ja. Warte, ich werfe eine Rauchgranate. Dass er dich nicht sieht. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, nee, den da hinten. Den da hinten, den da hinten, den da hinten. Oha. Ungekontert und rein. So.
Wo ist denn hier noch einer? Hä? Hier kann ich was knacken? Ja. Ah, da war im Fenster, ist okay. Achso. Gut. Jetzt können wir hier mal hoch. Aber wir müssen auf der anderen Seite wieder hoch. Glaube ich. Oder sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind schon auf der Höhe, wo wir hin müssen. Nee, dann würde das so blinken. Würde das Gelbe so erleuchten. Oh, das ist viel. Oha. Jetzt sind wir hier. Da oben ist sie drauf. Bei uns letztes Mal, bei dem anderen Typen, war das in der Truhe, das Ding aus der Stirn. Komm mal hier hin. Ich habe hier nämlich eben was gesehen. Komm mal nochmal runter. Ich will gerade einen geholt. Was hast du denn gesehen? Geh mal eben runter, weil du kannst hier nämlich... wo war das denn? Hier kannst du rausgehen. Und dann? Das Fenster. Mach mal da, wo du bist. Ich schau mal, wie das hier aussieht. Wir müssen ja sowieso hier hoch. Ach, da bist du ja auch. Ja gut, dann hat sich das nicht gelohnt. Oh, Vorsicht, hier sind ziemlich viele. Die siehst du jetzt auch, ne? Ja. Warte, nicht, mach den nicht. Mach den nicht. Hey, lol, was mach... Willst du mich abhängen, du Hund? Gut. Ist halt die Augen offen. Wer zum Teufel bringt die alle um? Und sind unter mich. Warte mal. Bald kann ich nicht sein. Lol, der ist hier runtergefallen. Ja, ja, du mich auch. Ja, hoch mit dir. Der kann nicht hier hoch. Du musst A drücken. Rechts hinten halten und A drücken. Hab ich. Macht er aber nicht. Ja, dann. Hast du den gesehen? Reingerutscht? Lol, jetzt ist der wieder unten, der Typ. Ey, der will mich verarschen, oder? Wo ist der denn? Das ist unten. Der Treppe wieder runtergelaufen. Der will mich echt verarschen, oder? Jetzt holen wir uns den Pisser. Jetzt ist er fällig. Da vorne ist er. Hinter. Hinter. Achso, ja, stimmt. Wir müssen erst den Schlüssel stehlen und dann kommen wir nämlich an die Truhe, wo das Notizbuch drin ist. Ah, okay. Warte, hier haben wir so ein Artefakt auf der Karte. Ja. Ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch. Dumm. So, wo ist denn das? Unten ist das. Müssen wir einen ein Stock. Ein Fundstück. Aus dem Satz des Bezirks. Okay. Hast du? Das war knapp. Vorsicht, nicht durchrennen. So was? Nur einer. Oh, Vorsicht. Boah, sind das viele. Wir sind auf jeden Fall in der richtigen Ebene. Der kommt jetzt, oder? Kommt er nicht? Nein. Ich werfe mal jetzt da ganz hinten. Ja, werf und ich renn. Ich hab den rechten. Stirb! So. Und plündern. Was war das denn für ein komisches Geräusch? Du hast mit deinem Schwert den Typen geplündert. Hat die ganze Zeit so gemacht, als würdest du die ganze Zeit hin und her schlagen mit dem Schwert. So ein Tonkram da gerade. Moin sein. Muss an die Truhe. Vielen Dank. Oh, guck mal, wieder. Oh, da steht noch einer. Hi. Na? Da ist doch was. Nö, hier ist was zum Teufel ist da los? Vor allem, ich stehe vor dem. Da ist doch was. Ich weiß Beschaffen. Nicht. So, und jetzt haben wir das Notizbuch. Normalerweise. Ja, ich hab's aufgehoben. Jetzt müssen wir den Typen retten. Und das wird heftig. Ja, ja. Vor allem, wie der die rumdreht und dann pump tot. Guck mal, da ist noch einer. Wo ist der denn? Oh, hallo. Müssen wir hier raus? Komm, mit. La 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 la. Jetzt wird's nämlich richtig heftig. Oh, ganz einfach. Jetzt wird's richtig heftig. Echt? So schwer? Zumindest, wenn man es nicht weiß, was jetzt zu tun ist. Aber ich weiß es ja zum Glück.
Wir müssen nämlich jetzt 3 Templer töten. Die sind dann so rot markiert, damit der, damit es Ablenkungsmanöver gibt, damit der Patton fliehen kann. Eine Ablenkung, aber es gibt sehr viele Templer hier. Dann erklärt sich das erstmal. So. Hallo, weiterlaufen. So. Adlerauge, sehe ich niemanden, sehe ich nur Gegner. Jetzt hier links ins Gebäude rein. Da oben steht auf jeden Fall einer, der gefährlich werden kann. Zack. Mac. So. Da unten ist ein Templer. Da unten, ne, der goldene, da hinten, wo jetzt töten drüber steht. So sehen die nämlich aus. Die musst du töten, die man, muss man töten. Machst du? Ja. Kannst, ja. Jetzt komm wieder zurück. Jetzt müssen wir nämlich... Das ist Sperrgebiet hier, oder? Ich glaube nicht. Nein, ich will gar nicht. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Nein, ich will aber nicht. So. Gucken wir gerade mal. Hier ist eine Kiste, die öffne ich jetzt erstmal. Aber das ist eine blaue Kiste, ne? Die kann man nicht öffnen. Nee. Was machst du da? Ich guck gerade, wo die Templer sind. Komm einfach mit, die sind hier in dieser großen Burg drin. Aber jetzt sind erstmal hier 2 die Streitwallen, an denen muss ich vorbei. Hier ist einer, hier oben. Hast du mich gerade Hurensohn genannt? Wär ich nicht, nö. Der hier. Muss vorsichtig sein, ne? Wenn du jetzt einen angriffst, da unten sind alle direkt da. Oh, du bist fast tot. Aber du hast einen Templer getötet. Wo war der? Oben am Dach. Echt? Ja. Wo ist der andere, der letzte? Da unten, wie es aussieht. Hallo, ich will hier nicht hoch. So, ab den letzten. Nice. Glaube ich. War es der letzte? Nee. Könnte nicht. Doch. Doch. Haltet euch bereit, Patron da rauszuholen. Und nochmal blinden. Plündern. So. Sieht aus, als würde Patron entkommen. So, und jetzt müssen wir da hinten zu dem Punkt auf der Minikarte, zu dem hinrennen. Komm, scheiß auf die Typen. Okay, okay, ich renne. Das sind zu viele. Ich darf nur Rauchbombe. Das ist das Problem. So, eine Rauchbombe, jetzt bin ich weg. Und einfach da hinten zu dem Punkt. Da hinten steht er nämlich irgendwo. Hier ist er nicht. Ne. Weiter. Also weiter ran, ja. Hin zu dem Punkt. Beim letzten Mal war es ein Friedhof, aber ich glaube, das ist wieder die gleiche Mission. Das heißt, gleich sind wir wie viele Leute hier sind. Laufen, 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 laufen. Na? Meiner läuft gar nicht richtig, wie so eine lahme Krücke, ey. Ja. Hier hinten irgendwo. Aber nicht hier, sondern da. LOL. Hier waren wir doch vorhin. Oder ist das was anderes? Das ist was anderes, das ist aber auch kein Friedhof. Beim letzten Mal war der auf dem Friedhof, jetzt ist er hier. Dann gehen wir mal hier hoch. So, die zwei erstmal ausgeschaltet. Da oben sind Schützen. Die müssen wir erstmal wegmachen. Schütze ist zu gefährlich. So. Kann ich die Waffe aufheben? Ja. Nee, kann ich nicht. Ach du Scheiße. Was denn? Da ist er. Echt? Aber da sind mega viele. Wo bist du denn? Bist du da drüber geklettert? Ja. Heilige Scheiße. Ja, doch, ist wieder ein Friedhof. Ist wieder das Gleiche. Der ist nämlich unterirdisch. Da müssen wir da, wo jetzt die zwei stehen, da unten ist ein Durchgang normalerweise, ja. Ich baue jetzt mal ein bisschen um. Charakteranpassung, Ausrüstung, Waffen. Schwer. Rasten wir jetzt mal total aus, komm. Aber es können.
Nee, da ist keiner. Ich bin schon links weg. Hier, kennst du die Waffe irgendwo her? Welche? Guck doch auf meinen Rücken. Ah, die Axt. Kennst du die irgendwo her? Welcher Teil? Dritter, oder? Ja, mit dem Indianer. Ja, dritter. So. Ist mir aufgeräumt und jetzt müssen wir hier nämlich nicht da lang, sondern da lang. Ja, du mich auch. Am Arsch. Vor allem dich sieht er aber mich nicht. Aber die können nix. Boah, zwei Schläge, die sind tot. Mit der Axt. Hallo? Ich kann nichts machen. Ja, der ist gut. Ich hätte auch drei Diamanten, dreier Schwierigkeit. Boah! Aber was für mich jetzt so eine Frage darstellt, warum mussten wir denn jetzt hinten die Templer töten, wenn der Typ irgendwo anders ist? Weil wir erst ein Notizbuch brauchten. Wir haben noch aus der einen Truhe das Notizbuch geholt. Und das brauchten wir. Ja, ja, weil aber da die danach. Drin sind. Ja, ja, aber danach erst. Aber danach die drei Templer. Die drei Templer töten. Um Ablenkung, damit der abhauen kann, weil der hingerichtet werden sollte. Bist du jetzt hier runtergelaufen? Nee, ich bin hier. Aber ich weiß nicht, wo es hier runter geht. Irgendwo geht's hier runter. Bei dir da hinten? Ja. Alter, hör auf zu. Wo geht's denn hier runter? Hinter dir. Echt? Achso. Mhm. Da, ja. Du, da, da, da. Ja, der springt über das Loch drüber. Hallo. Der ist zu blöd, um da runter zu springen. Guck mal, guck dir das mal an. Jetzt. Hast du erstes geschafft, ey. Ja, der Arno ist ein bisschen Hirnblemblem. So, und das war's auch schon von der Mission. Interagieren. Der sagt jetzt, schließ mich mal schon. Paton ist den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung. Ja. Auf jeden Fall einfacher, wenn man mit dem anderen reden kann, kommunizieren kann. Mit dem anderen war es ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht kommunizieren konnten. Mit dem Lord Chaos. Drücken wir mal A. A und fortfahren. Gruppe beitreten. Handgemachter mittelalterlicher Gürtel. Hab ich auch bekommen. Den habe ich aber schon. Ausrüstung. Gucken wir mal gerade. Charakteranpassung, Ausrüstung. Und irgendwas anderes, so hier Dings, Unterarme, nein. Brust. Irgend so ein spezielles Ding hatten wir doch eben freigeschaltet, oder? Ja, so ein Gürtel. Nee, davor. Mantelding da. Warte mal, Charakteranpassung, hier, Ausrüstung. Mantel, genau. Aber der sieht total hässlich aus. Ich glaube, ich bleib einfach mal bei meinen Sachen, weil die am geilsten aussehen. Rest ist noch zu teuer. Ja. Kopf. Haben wir da irgendwas Neues? Ah, und die neue Ausrüstung verbessert auch dein Leben, oder ja, was? Ja, ja, ja. Okay. Farben. Ich hätte gerne hier die weiße Farbe. Habe ich so viel schon? Nein! Mir fehlen noch 750. Dann kann ich den weißen Adler machen. Obwohl, sieht der so geil aus? Der sieht viel geiler aus. So, da habe ich mal ein bisschen die Farbe geändert. Und ich packe aber auch wieder die Axt weg. Die schlägt viel zu langsam zu. Gewendet. Ausrüstung. Waffen. Was können wir denn hier machen? Guillotine. LOL. Dead Kings. Das haben wir doch. Was ist das denn? Gewehre. Pistolen. Einhändig. Ja, wie... Teuer. Hm. Ich nehme wieder meinen Degen. So, dann gehe ich jetzt mal hier auf gemeinsam spielen. Mal gucken, ob das jetzt geht. Koop-Mission starten. Mal gucken. Wir warten jetzt einfach mal. Alle Koop-Missionen. Wir sind ja zu zweit eigentlich. Hm. Ausweiten auf alle Koop-Missionen. Hattest du doch eben schon gemacht. Spiel startet in Kürze. Hoffentlich bist du dabei. Ich wusste mich gerade raus. Aber wir sehen uns ja erst im nächsten Part wieder. Bei Assassin's Creed Unity.